Und auch meine beiden Gäste heute kommen gerade von einem Wettbewerb. Sie gehören zu den schönsten Frauen Deutschlands. Die eine ist Miss Baden-Württemberg und die andere ist die frisch gekürte Königin, die Miss Germany. Hier der große Finalabend am Samstag in Rust. 21 junge Damen greifen nach dem Krönchen, darunter auch Dominique Busch, 21 Jahre alt, Miss Baden-Württemberg aus Waldshut-Tingen. Zum Sieg hat es leider nicht gereicht. Doch für die 18-jährige Soraya Kohlmann ist es der Abend ihres Lebens. Die Abiturientin aus Leipzig wird Miss Germany 2017. Schmuck, ein Auto, Reisen und vieles mehr gewinnt sie. Und vor ihr liegt ein aufregendes Jahr als schönste Frau Deutschlands. Und das Jahr beginnt mit dem Auftritt hier in der Landesschau. Herzlich willkommen, Sie beiden. Schön, dass Sie da sind. Dominique, auch Glückwunsch zum Finale. Ich meine, das ist ja auch nicht nichts, würde man hier sagen im Schwäbischen. Und Soraya, herzlichen Glückwunsch und alles, alles Gute. Als frisch gekürte Miss Germany, können Sie es denn schon so richtig begreifen, was da gerade passiert ist Samstagnacht? So langsam. Also so langsam kann man sich das ein bisschen besser vorstellen als an dem Abend dann direkt. Es kommt, dass man das langsam versteht, ja. Und seitdem steht Ihr Handy auch nicht mehr still. Nee. Also ich hab's, vorhin auch saßen Sie da hinten immer nur weiter irgendwelche WhatsApps und so beantwortet. Man konnte auch leider noch gar nicht allen antworten. Haben so viele mir beglückwünscht. Mich beglückwünscht. Genau, mich beglückwünscht. Das so heißt ja, ich konnte leider noch nicht alles antworten. Aber ja. Und wie viele Interviews haben Sie schon gegeben? Interviews? Ich glaube so 5, 6, 7 ungefähr. Okay. Und am Abend wahrscheinlich auch alles auf einen eingestürmt, oder? Ja, die Fotografen, genau, die Presse. Und nach der Wahl dann. Und Sie? Einfach sich das alles angeguckt, daneben dran gestanden und so ein bisschen drauf geschaut. Was waren so Ihre Gefühle an dem Abend? Also es war ein wunderschöner Abend. Also wir haben so viel erlebt. Ich kann noch gar nicht glauben, dass ich da dabei war und das alles erleben durfte. Und ich habe natürlich dann den 8 Finalistinnen ganz stark die Daumen gedrückt und... Ja, eine ist es ja geworden. Ne? Genau. Und hier sitzt sie und man kann es ihr auch wirklich gönnen. Und wir gucken mal, wir haben natürlich auch Bilder von dem Abend. Das wollen wir uns jetzt mal anschauen. Das ist natürlich schon ein bewegender Augenblick, wenn man dann, wenn der Name aufgerufen wird und man die Schärpe umgehängt bekommt. Also ich kann es mir vorstellen. Und dann die Nationalhymne. Auch ein bisschen geweint? Nicht, nein. Ein ganz, ganz, ganz kleines bisschen. Und ja, bin gespannt, was das Jahr so bringt. Gespannt, was das Jahr so bringt? Also das heißt, sich einfach noch keine Gedanken gemacht, weil Sie, und das muss man ja auch mal an der Stelle sagen, ja eigentlich wirklich nicht damit gerechnet haben, Sie stehen unmittelbar vorm Abi eigentlich und müssten jetzt eigentlich zur Schule gehen und dort weitermachen, ne? Und ist die Entscheidung schon gefallen, wie Sie jetzt weitermachen? Nein, noch nicht. Also das wird dann nächste Woche mit der Schule direkt nochmal abgesprochen, wie es dann weitergeht. Aber ich denke, es findet sich eine gute Lösung. Das ist auch sehr diplomatisch ausgedrückt. Heute haben Sie ja schon gefehlt mal in der Schule. Das war mal Wir haben noch Ferien eine Woche in Sachsen. Ach, sind noch Ferien? Ja. Okay. Überhaupt als erste Sachsen überhaupt, ne, gewonnen? Ja, das stimmt. Das ist natürlich eine sehr große Ehre, ja. Ist ja auch eine tolle Sache. Und Dominik, haben Sie eigentlich gleich gemerkt, dass Sie eine ziemlich starke Konkurrentin da haben in der Soraya? Also ich fand, es gab einfach so viele Konkurrentinnen. Also wir waren 21 Mädels für mich. Es waren alles Konkurrentinnen, ganz klar. Und man denkt ja, wenn man in so einen Wettbewerb geht, ich meine, man macht ja mit, um zu gewinnen letztlich. Haben Sie sich so ausgerechnet, was so Ihre Chancen sein könnten? Überlegt man sich das vorher? Ganz klar, 1 zu 21. 1 zu 21. Auch da wieder sehr diplomatisch. Habt ihr vorher so ein Camp gehabt, wo ihr diplomatische Antworten lernt? Oder was ist das? Es gab also ein paar Medientrainings, ja, aber wir haben da jetzt keine Antworten auswendig gelernt. Nee, aber es klappt schon ganz gut. Also ihr habt auf jeden Fall eure Lektion sehr, sehr gut gelernt. Und da sitzt ja dann in der Jury, sitzen ja so ein paar Promis, die gucken einen dazu, mustern einen. Spürt man das andauernd, dass die einen da so beobachten, oder blendet man das irgendwann aus? Also ich habe das eigentlich total ausgeblendet. Also man schaut sie natürlich an, aber man nimmt jetzt gar nicht so in dem Moment wahr, dass die einen so bewerten. Also ich hatte da ganz viel Spaß dabei und ja, so richtig dran gedacht, dass die jetzt wirklich da das Kreuz setzen oder auch nicht, habe ich gar nicht dran gedacht. Nee. Und Sie, Dominik?
Nee, ich auch nicht. Also ich finde, sobald man auf der Bühne ist, schaltet man alles aus und konzentriert sich einfach nur aufs Lächeln. Schön. Und ja, es war wunderschön. Wir haben ja auch ganz heimlich eine aus der Jury-Riege gefragt, die TV-Moderatorin Alexandra Polzin. Haben wir nämlich gefragt, wie sie eben ihre Chancen als Miss Baden-Württemberg einschätzt. Miss Baden-Württemberg hatte ich auch schon auf dem Schirm, also eine ganz wunderschöne Frau. Ich werde natürlich nicht verraten, ob sie mit auf meinem Wahlzettel drauf ist, aber ich finde, sie sieht super, super schön aus und hat eine ganz tolle Ausstrahlung. Ja, ist doch schön, wenn man sowas hört, oder auch wenn man jetzt nicht gewonnen hat. Auf jeden Fall, sowas ist immer schön, wenn man sowas dann danach hört. Soraya, was glauben Sie, womit konnten Sie die Jury dann schlussendlich überzeugen? Haben Sie so ein Gefühl gehabt, da war ich jetzt besonders stark in der Passage oder in dem Teil des Abends? Nee, also was die Jury jetzt in mir gesehen hat, kann ich nicht sagen. Ich kann nur von mir aus sagen, dass ich ganz, ganz viel Spaß hatte. So geblieben bin, wie ich bin. Ich habe mich nicht verstellt oder irgendwie aufgesetzt gelächelt. Es kam wirklich von Herzen, weil es mir sehr viel Spaß gemacht hat. Und vielleicht ist ja das, was die Jury überzeugt hat. Und jetzt diese tolle Krone, mein lieber Mann. Wie Königin Elisabeth sieht es ein bisschen aus. Ja, so fühlt man sich auch. Jetzt habe ich in der Zeitung gelesen, dass Sie Knieprobleme gehabt hätten und trotzdem gewonnen haben im Meniskus. Aber jetzt haben Sie mir gesagt, das waren Sie gar nicht. Nee, genau. Es gab wirklich Knieprobleme. Aber bei der Miss Mecklenburg-Vorpommern, die Arme, die ist bei den Proben, ist irgendwas schief gelaufen. Aber ich denke, sie hat den Abend trotzdem ganz, ganz toll gemeistert. Okay. Und ist ja auch mit in die Top abgefahren. Acht gekommen. Ja gut, da hat wahrscheinlich jemand Sachsen und Mecklenburg-Vorpommern verwechselt. Das kann ja auch mal vorkommen. Aber Dominik, Sie sind mit den High Heels umgeknickt. Genau, also ich bin bei den Proben einmal umgeknickt und habe mir dann die Bänder ein bisschen überdehnt. Aua. Aber ich glaube, man hat es bei der Show gar nicht, also ist, glaube ich, gar nicht aufgefallen. Also für mich ist es ja ein Buch mit 7 Siegeln, wie man mit solchen Dingern laufen kann am Ende. Aber es ging dann alles gut. Und sonst tragen Sie eher Turnschuhe oder... ich bin jetzt auch ehrlich gesagt wieder froh, mal wieder Turnschuhe tragen zu können. Es war schon auch eine harte Zeit, weil zu Hause natürlich läuft man eher mit Turnschuhen rum. Ja. Gerade zur Schule ist natürlich nicht so angebracht mit High Heels, aber ja. Aber auf jeden Fall zwei wunderhübsche Damen hier bei mir. Soraya, ich wünsche Ihnen für das Jahr jetzt alles, alles Gute. Vielen Dank. Da kommt jetzt einiges auf Sie zu, das wissen Sie. Ne? Ja, da freue ich mich aber auch drauf. Das können Sie auch, glaube ich. Also alles Gute. Dominik auch, danke für Ihren Besuch hier bei uns. Und viel, viel Spaß in dem Jahr. Und danke.